Martin Schulz ganz oben. Ja, von unten gesehen funktioniert das. Die beiden jüngsten Umfragen sehen ihn und seine SPD bei 20 bis 23% der Stimmen, wenn schon diesen Sonntag Bundestagswahl wäre, ganz schön weit unten. Aber es sind ja noch 9 Tage, nur noch 9 Tage, in denen Schulz die Zähne zusammenbeißen muss. Tja, wie viel Biss er heute in Potsdam hatte, berichtet Michael Schon. Daumen hoch für die Unentwegten. 9 Tage vor der Wahl stecken Kanzlerkandidat und SPD immer noch im Umfragetief. Wahlkampfendspurt. Reicht die Kraft von Martin Schulz noch, um Optimismus zu verströmen? Die Erwartung an den Kandidaten ist bei manchen im Publikum nicht mehr besonders hoch. Der ist ja immer noch sehr optimistisch, dass er der neue Bundeskanzler ist, aber ich glaube nicht dran. Er hat nichts Besonderes Neues gebracht und Gerechtigkeit, ich finde, die haben wir schon. Ich nehme an, dass Merkel einfach die viel stabilere Position hat, dadurch, dass sie halt sagen kann, ihr seid die letzten 4 Jahre auch nicht gestorben, wählt mich einfach nochmal. Und dass es deshalb jetzt so abgeflaut ist, nachdem der neue Effekt weg war. Wir wollten viele Dinge in diesem Land weiter vorangehen. Der Schulz-Effekt mag sich umgekehrt haben, der Kandidat aber gibt sich kämpferisch, verspricht Potsdam eine Mietpreisbremse, die funktioniert und will Deutschland sowieso besser machen. Gute Renten, gleiche Löhne für Männer und Frauen und kostenlose Kindergärten. Längst nicht allen in Deutschland gehe es gut. Da kriegst du gesagt, ja, wenn du was kritisierst, redest du das Land schlecht. Die reden das Land schlecht. Das habe ich hier oben stehen. Wir reden nicht das Land schlecht, wir machen es aber besser für all diejenigen, bei denen der Wohlstand nicht ankommt. Es ist der Schulz-Sound von mehr Gerechtigkeit, der sich wohl für jeden anders anhört, je nachdem, ob Gegner oder Fan. Ah, super, also ich fand die Rede einmalig toll und hat uns so überzeugt, hier uns alle, die hier standen und die neben mir auch hier, da habe ich ja mitgekriegt. Ja, der letzte Zweifel ist weg. Ich war erst ein bisschen skeptisch. Was er sich glaubt, mit seinen 20%, die er nächste Woche nicht erreichen wird, fand ich das schon ganz schön auf die Kacke hauen, was er hier gemacht hat. Muss man ganz einfach mal so sagen. Auf anderen rumreiten und zu Frau Merkel vielleicht zu sagen, was sie falsch macht, er ist ja selbst nicht besser, ne? Die SPD macht sich heute noch einmal Selbstmut. Die Entscheidung falle ja nicht in den Wahlumfragen, sondern in der Wahlkabine.